Wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute den, ich glaube, 16. April 2019. Ein herrlicher Tag. Ein wenig kühl, aber es wird jetzt so 9 Grad. Es ist 9.30 Uhr und wir machen einen kleinen Gartenrundgang. Eine Erneuerung, dieses Zelt wird uns da im Sommer Schatten spenden. Da ist noch alles in Vorbereitung. Den Töpfen müssen wir 2-3 Tage warten. Wenn der Nacht kann es noch gefrieren. Wir haben heute Nacht 1 Grad gehabt. Da kann man noch nichts. Salat. Knoblauch und Zwiebel. Da drinnen Radieschen, Pastinaken. Voll in den Tunnel, da kommt dann das Weißkraut hinein. Da unten haben wir auch noch Zwiebel. Heidelbeeren. So, wieder ein paar Pflanzerl von der Wohnung. Zucchini, Melanzani. Und da sind dann die ganze Weißkraut, Kürbisse. Ja, alles Mögliche. So, dann schauen wir mal eine Runde durch den Garten. Da war mein Apfelbaum, den habe ich heuer, so wie ich es im Internet gesehen habe, zurückgeschnitten und er hat es überlebt. Also, es dürfte funktionieren so. So, da kommt eine neue Hecke hinein. Schon vorbereitet. Ein Sichtschutz. Da haben wir einen Birnenbaum. Der hat voriges Jahr 2 Birnen dran. Die hat, glaube ich, noch nie was gehabt. Ja, schon, sonst sind sie immer angefallen. Ja, und da sind jetzt meine neuen Säulenbäume. Die habe ich jetzt seit 2 Jahren. Voriges Jahr war da auch Zwitschgerl drauf. Eine Birne.
schaut ja gut aus. Und Kirsche. Ja, da ist bis vorigem Jahr im Herbst eine Fichten gestanden, die haben wir ausgegraben, da ist noch da unten der letzte Stück vom Stamm, das war mein Projekt. Ich glaube 5 Tage oder was habe ich gebraucht, dass ich die rausgraben kann, das sind auch wieder neue Tuyen. Da haben wir 3 Apfelbäume, Säulenbäume. Und meine Gucci-Bären. Der Osterhase. Der macht sich auch schon bereit. Ja, und da ist noch nicht so viel. Und dann die Paradeiser rein. So, Zwetschgenbaum. Gut. So schaut es quasi aus, jetzt im Moment in Garten, aber noch ein bisschen um und um. Merken, heute möchte ich auch diese Beete ein bisschen mit so einem Holzöl habe ich da gekauft, einlassen, weil das Holz, jetzt habe ich es, weiß ich nicht, 4 Jahre oder so, man sieht schon, die Verwitterung setzt ein. Das heißt, ich probiere es halt jetzt ein bisschen das aufzuhalten, die Verwitterung mit einem Holzöl. Schauen wir mal. Gut, dann wünsche ich einen schönen Tag. Genießt die Sonne. Grüße euch.